An der Kreuzung Naumburger Straße-Altenburger Straße verlegten die Stadtwerke heute neue Fernwärmeleitungen. Dafür musste die Versorgung für einige hundert Haushalte unterbrochen werden. Das betraf das Gebiet ab dem Emil-Höllein-Platz Richtung Norden entlang der Leipziger Straße, Fritz-Kahlisch-Straße und der Dornburger Straße bis zur Naumburger Straße 1. Die Montessori-Schule in der Friedrich-Wolf-Straße blieb heute deshalb geschlossen. Anstelle des Unterrichts gab es für alle Schüler einen Arbeitstag zu Hause. Für die Haushalte zwischen der Merseburger Straße und der Kamburger Straße sowie in der Stifterstraße und in den Wohngebieten Nord 2 und 3 bis nach Zwezen setzten die Stadtwerke 5 Heizcontainer ein und nutzten die Biogasanlage Zwezen. So konnte die Fernwärmeversorgung dort sichergestellt werden. Das sind sehr, sehr zuverlässige, sehr, sehr leistungsstarke Heizcontainer. Die werden mit Dieselöl betrieben sozusagen, wie ein großes Heizungsaggregat, sehr leistungsstark, sehr sicher. Und wir haben die extra nochmal getestet. Die sind gestern Abend an den Start gegangen, laufen sehr gut. Es gab leichte Schwankungen in der Leistung, aber die haben wir inzwischen auch ausgepegelt. Die Kollegen sind da sehr erfahren natürlich, eben gerade auch beim Betrieb eben solcher Container. Es kommt auch zum Beispiel bei anderen eben Austauschen vor, dass man auf solche Container zurückgreifen kann. Da haben wir eine große Erfahrung und es läuft sehr gut bislang. Mit den Arbeiten haben die Stadtwerke einen wichtigen Zwischenschritt für die Reparatur der Fernwärmeleitungen erreicht. Am 10. Februar hatte sich an dieser Stelle eine Havarie ereignet. Damals waren rund 6.500 Haushalte bei klirrender Kälte von der Fernwärmeversorgung abgeschnitten. Die Leitungen wurden zunächst nur provisorisch repariert, um die Versorgung möglichst schnell wiederherzustellen. Ab 3 Uhr nachts funktionierte die Fernwärmeversorgung wieder. Anfang November begannen die Stadtwerke dann mit den Vorbereitungen für den kompletten Austausch der Rohre. Die Arbeiten im Sommer durchzuführen, war auch aufgrund langer Lieferzeiten nicht möglich. Wir haben natürlich hier extra neue Rohre anfertigen lassen, sozusagen die eine enorm hohe Versorgungssicherheit gewährleisten. Da mussten wir sehr lange drauf warten, das heißt die Lieferzeiten waren extrem lang. Gleichzeitig mussten wir auch noch warten, bis eine andere Baustelle hier in der Dornburger Straße vorgerückt ist, damit eben der Busverkehr auch wieder hier durch Jena Nord rollen kann. Sonst hätten wir natürlich hier komplett dicht machen können. Das geht nicht. Wir haben Rücksicht auf den Verkehr nehmen müssen. Und wir brauchen natürlich auch Spezialfirmen, um das sicher durchzuführen. Hier im Hintergrund laufen ja auch die Straßenbahnen weiter, direkt neben der Baustelle. Das war auch ganz wichtig, dass wir eine Firma haben, die dafür sorgt, dass wir eben diese Arbeiten durchführen können bei laufendem Straßenbahnverkehr. Die Arbeiten sollen bis zum 23. Dezember abgeschlossen sein. In der Zwischenzeit muss die Fernwärmeversorgung ein weiteres Mal einen Tag lang abgestellt werden. Denn heute wurden die Rohre nur provisorisch eingebaut. In den kommenden Wochen werden sie zunächst getestet und sollen am 9. Dezember in Betrieb genommen werden. Dann wird im selben Bereich wie heute noch einmal die Fernwärme abgestellt. Zusätzlich sind auch alle Haushalte im Bereich der Stifterstraße betroffen. Mit den neuen Leitungen soll künftig eine Havarie vermieden werden.